wie eine neue Epoche des Schachspiels aufgetreten ist und sofort zu großen Konflikten geführt hat innerhalb der, man kann fast sagen, politischen Systeme, auch, aber auch der Schachverbände und Schachsysteme, war Garry Kasparov. Er ist immer noch Schachweltmeister. Er ist der einzige Mann, der es schafft, den klügsten Computer, Schachcomputer, höchst entwickelten Schachcomputer zu schlagen. Und er wird demnächst in Amerika zu einer legendären, in Manhattan, zu einem legendären Wettbewerb gegen diesen Computer noch einmal antreten. Dessen Name ist Deep Blue. Und Garry Kasparov kann sagen, auch wenn er inzwischen stärkere Gegner hat als vielleicht vor 5 Jahren, er spielt das beste Schach seines Lebens. Wir freuen uns und wir sind geehrt, dass er heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, Garry Kasparov. Ich hoffe, das macht Sie nicht nervös, dass wir aus dekorativen Gründen ein Schachbrett aufgebaut haben. Herr Kasparov, ich muss Ihnen gestehen, ich habe Sie vor 5 Jahren schon einmal über eine Satellitenschaltung, also ohne Rückbild für Sie, interviewt. Und ich erinnere mich an die letzte Frage, die lautete damals, wer, glauben Sie, wird eher Schachweltmeister? Ein Computer oder eine Frau? Und Sie haben keinen Bruchteil einer Sekunde gezögert und haben gesagt, ein Computer. Wenn ich Sie heute frage, entwickeln sich Computer schneller als Frauen? Oder haben Frauen die Chance, sich so schnell zu entwickeln wie Computer? Was fällt Ihnen dann ein? Also wenn ich mir die Fakten betrachte, muss ich sagen, meine Prognose stimmte ja. Und wenn wir die Frage umdrehen und sagen, wer wird eher Schachweltmeister demnächst? Ein Mensch oder ein Computer? Wie lautet Ihre Antwort? Ein Mann oder ein Computer? Wie lautet Ihre Antwort dann? Ich hoffe, solange ich noch spiele, werde ich stark genug sein, die Menschheit zu verteidigen gegen diese Monster. Es wird eine Weile dauern, bis der Computer so groß und erwachsen ist, aber heute muss man schon sagen, die Besten sind eine Gefahr für fast jeden Schachspieler. Sind Computer so weit, dass sie so etwas wie Gefühle haben können? Nein, ich muss Ihnen auch etwas erklären. Ich sitze nicht vor einem Schachcomputer. Das darf man so gar nicht sehen. Es ist der erfolgreichste Versuch, Prozessoren hier ins Spiel zu bringen. Und durch ihre Berechnungsleistung kann man sie nur vergleichen mit denen, die Raumfähren steuern. Sie benutzen das Schachspiel als Modell, damit die Maschine Aufgaben begreift, die keine konkrete mathematische Lösung haben. Aber etwas wie Gefühle, nein, die kann man mathematisch nicht ausdrücken. Und deswegen muss man das auch so sagen. Wir haben die menschliche Intuition und sie spielt gegen die schiere Berechnungskraft. Kann denn, um es anders umzudrehen, kann denn der Computer Züge, neue Eröffnungen, sich ausdenken, in Anführungszeichen? Kann er kreativ sein? Nur wenn er einen rechenbaren Vorteil erkennt, der in seiner Reichweite liegt. Aber die Computer können heute ganz tief hineinsehen, 5, 6 Züge im Vorhinein antizipieren. Und deswegen ist es komischerweise so, dass die Entscheidungen des Computers logisch genug sind. Denn er sieht alle Konsequenzen ab. Und man kann meine Intuition durchaus vergleichen, dort wo ich durch eine Auswertung von Faktoren entscheide, mit der Berechnung des Computers. Das kann man. Dieses Experiment beweist vielleicht, dass wir falsche Vorstellungen hatten von der künstlichen Intelligenz. Es geht hier nicht darum, unser Gedächtnis, unser Gehirn zu kopieren, sondern es geht darum, unserer Intuition gleichzukommen, mit Hilfe von reiner Berechnung. Aber kommt Ihnen nicht Ihre inzwischen fast 34-jährige Hardware, nämlich Ihr Körper, als ein Hindernis vor im Wettstreit mit dieser reinen Intelligenz des Computers, die immer noch entwickelbar ist? Naja, schon, aber ich muss es noch einmal sagen.
in der Partie als Mensch hat man natürlich auch Durchhänger mit der Konzentration, keine Frage. Wenn wir gegeneinander spielen, mache ich vielleicht einen Fehler und ich gehe davon aus, dass Sie irgendwann auch einen machen. Denn da ist ja diese psychologische Dynamik im Spiel. Gegen eine Maschine, gegen einen Computer mache ich einen Fehler und der schenkt mir nichts zurück. Gar nichts. Deswegen ist das Spiel gegen den Computer so angelegt, dass sie sich ungleich mehr konzentrieren müssen als in der normalen Partie. Und hier muss ich wirklich kämpfen gegen normale menschliche Schwächen. Denn wir hören Geräusche im Raum, wir sind wetterabhängig, haben private Probleme, jede Menge Interferenzen. Und die kennt der Computer nicht. Der straft sie gnadenlos für auch nur das kleinste bisschen, wie soll ich sagen, Konzentrationsmangel. Umgekehrt kann man auch sagen, ein Computer denkt sich nicht aus, ich ziehe den und den Pullover an, denn die Farbe stört mein Gegenüber. Oder diese ganz vielen verschiedenen Tricks und Marotten, die sich Schachspieler ausgedacht haben, um das Gegenüber zu irritieren. Yes, but, when I have an opponent, das stimmt schon, aber wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, kann der auch mich stören. Nur habe ich auch die Chance, ihm zurückzugeben mit meinem psychologischen Instrumentarium. Ich denke mir Züge aus, die ihm nicht gefallen, die er nicht mag, die ihn in Verlegenheit bringen, die ihn nervös machen. Das Spiel gegen den Computer ist ganz anders. Da muss man all dies vergessen, was man im Leben gelernt hat. Denn der Gegner auf der anderen Seite des Tisches, der hat davon gar nichts am Hut. Das ist ein Alien, der arbeitet mit ganz anderen Parametern am selben Spiel. Und vor der Partie spiele ich eine Weile dann überhaupt nicht mehr gegen menschliche Gegner, weil ich versuche, mein Denken, mein Gehirn zu isolieren, loszulösen von dem psychologischen Kampf, der normal dabei ist. Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, was mich sehr amüsiert hat, dass Sie, als Sie zuletzt gegen diesen Computer gespielt haben, gesagt haben, nach einem bestimmten Zug, ich konnte hören, wie er lachte. Wie lacht ein Computer? You know, very often in some positions, es kommt in der einen oder anderen Stellung immer wieder vor, dass der Computer bereits das Endergebnis absieht. Ich weiß, ich werde verlieren, aber der Computer sieht das und das ist ein Unterschied. Naja, dann fühlt man, jetzt lacht er. Du spielst und der weiß das Ergebnis. Der sieht die Konsequenzen ab. Es gibt jede Menge Stellungen, in denen das Ergebnis irreversibel ist. Und der Computer weiß das. Der sieht das. Mit eiserner Faust sieht er sofort das Endergebnis. Gewöhnt sich der Computer denn, wenn Sie bestimmte Prozesse immer wieder vollziehen, sagt man, dass Computer sich inzwischen geradezu so ein Gewohnheitsverhalten angewöhnen können? Nein, Moment, jetzt muss ich Sie alle beruhigen. Der Computer hat noch jede Menge Schwächen. Jede Menge Tricks kann man noch durchsetzen gegen den Computer. Zum Beispiel versteht er keine Ähnlichkeiten als Kategorie. Der weiß, wie man eine Stellung spielt, aus der Theorie. Aber ich mache die gleiche Stellung mit einem ganz kleinen Unterschied, einen Bauern irgendwo vor, dann kann der keine Analogien herstellen. Das kann er nicht. Er hat überhaupt keinen Mechanismus, mit dem er sehr ähnliche Dinge vergleichen kann. Und es gibt noch jede Menge weitere Schwächen. Ich weiß, wie ich die nutzen muss und kann. Das einzige Problem ist die Frage, wie ich das herstelle, ohne meine Konzentration zu verlieren oder einen Fehler zu machen, einen noch so kleinen, den er gnadenlos nutzt. Also das ist der Wettbewerb gegen Deep Blue, den Computer, der in Manhattan stattfinden wird. Der andere große Wettbewerb, der eigentlich mal für dieses Jahr angekündigt war, ich habe es vielfach in der Presse gefunden, ist das große Duell Kasparov-Karpov, auf dessen Wiederauflage man sich offenbar freut. Angeblich sollte es im September stattfinden. Sagen Sie uns, ob es stattfindet. It's less certain than the match with Deep Blue. Es ist nicht so gewiss wie das Match gegen Deep Blue. Nach diesem Schisma in der Welt des Schach hat die Öffentlichkeit auf dieses Match gewartet, die Partie Kasparov-Karpov auch als reinigendes Gewitter, als klärendes Ereignis. Und irgendwann haben wir uns geeinigt mit Karpov im letzten September. Und er hat gesagt, ja, es gibt ohne Garry Kasparov kein Weltmeisterschaftsmatch, das kann nicht sein. Und ich habe eingeräumt, dass er der beste Herausforderer
sein dürfte, der Einzige, der hinter ihm möglicherweise einen Anspruch hätte, als Champion der FIDE, der Internationalen Schachorganisation. Und auf der Basis dieser Fakten haben wir einen Vertrag gemacht und gesagt, jawohl, wir machen einen offenen Wettbewerb. Und wir waren in der Tat auch ganz dicht dran an der Unterschrift unter diesem Deal und haben gesagt, wir machen die Partie. Aber leider hat sich dann ergeben, dass mein neuer Partner, Dash Opponent, bestimmte Schritte vollzogen haben wollte, bevor es soweit war. Und ich habe gesagt, das Match hat seinen Marktpreis, den habe ich veranschlagt bei 2 bis 2,5 Millionen Dollar. Und Karpov wollte viel mehr. Und das wurde nicht durch die wirtschaftlichen Fakten der Schachwelt unterstützt. Also er wollte den Kampf eigentlich nicht und hat das Geld nur genommen als Argument. Nein, überhaupt nicht. Er wollte die Partie. Er wollte das Match. Aber komischerweise glaubte er, das Match sei viel mehr wert, als es tatsächlich ist. Und dann haben wir einige sehr gute Austragungsorte verloren, wo die Leute bereit waren, das normale Preisgeld anzusetzen. Und dann gingen seine Ergebnisse auch langsam zurück bei Karpov. Und die, die gerne das organisieren würden, sagen heute sogar, warum noch Geld reinstecken in ein Ereignis, das so und so viel kostet, der Spieler Nummer 1 gegen einen, der die Position 2 verloren hat. Und deswegen wackelt das Match heute. Haben Sie nicht das Gefühl, dass gerade dieses Match nicht eigentlich aus schachspezifischen Gründen so wichtig genommen wird, sondern weil man immer gesagt hat, Karpov steht für das alte kommunistische Sowjetreich und Kasparov steht eher für den Westen, oder er steht zumindest als Mann da, der gesagt hat, es gäbe den Weltmeister Kasparov ohne Gorbatschow nicht. War das nicht immer politische Partie? Ich glaube, niemand kann den Umstand leugnen, dass meine Partien gegen Karpov ja wirklich die populärsten waren, auch bei den Nicht-Schachspielern. Denn es war die politische Komponente natürlich eingebaut. Klar, wir standen einerseits für das alte Sowjetsystem, andererseits für das neue Russland. Das ist richtig. Und die Leute verfolgten die Auseinandersetzungen auch ein bisschen als politisches Barometer und warteten auf den Sieger. Unser mögliches Spiel in diesem Jahr hat mit Politik nichts zu tun. Da geht es nur noch um Schach und da geht es um die Auseinandersetzung zwischen der Nummer 1 und jemandem, der sich für sich beansprucht, Nummer 2 zu sein. Aber die Menschen haben das Interesse verloren, weil Nummer 2 den Boden unter den Füßen verloren hat. Und da hat die Politik nun nicht mehr die Rolle, das Match zu unterstützen, Kasparov gegen Karpov, weil die Welt eine andere ist. Und das Schach steht auf sehr tönernen Füßen im Augenblick, die Politik kommt nicht hinzu, dadurch verliert das Match an Bedeutung. Kommen wir zum Spiel oder zur Philosophie des Spiels selber. Könnten Sie an der Art, wie jemand spielt, erkennen, aus welchem kulturellen Raum er kommt? Also ich glaube, dass man beim Spielen seinen Charakter zeigt, egal was man im Leben tut, was man beruflich tut. Man zeigt seinen Charakter und nach wenigen Zügen erkennen Sie, das ist Kasparov und nicht Karpov. Das sehen Sie in unserem Ansatz dem Spiel gegenüber. Aber das Schachspiel hat irgendwo seine eigene interessante philosophische Geschichte. Denn es entstand ja in Indien vor 1500 Jahren. Und dann bewegte es sich in zwei Richtungen, nach Westen und nach Osten. Und es ging durch die arabischen Länder, über die Iberische Halbinsel, kam nach Europa. Und unterwegs hat dieses Spiel sich immer wieder angepasst an den soziologischen, kulturellen Hintergrund des Gastlandes sozusagen. Und das Schach begann, oder sagen wir anders, es begann als langsames Militärspiel und endete dann als der dynamische, psychologische Krieg, den man in Europa führt. Aber schauen Sie sich mal das Schachspiel in Japan an, dann erkennen Sie die Tatsache überhaupt nicht mehr, dass unser Schach und deren Schach, das man Shogi nennt, aus dem gleichen indischen Ursprung stammt.
Denn dieses Spiel ist völlig anders aus unserer Sicht. Das entspricht der japanischen Mentalität. Höchst interessant, aber völlig anders. Und ich war immer wieder verblüfft, zu sehen, wie das Schachspiel sich neu anpasst an gesellschaftliche Formen, dort, wo es gespielt wird. Und ich glaube, wenn man alle Versionen zusammennimmt, die japanische, die chinesische, die thailändische, die europäische, die alte arabische, dann kann man eine Menge Aussagen über die Gesellschaft, in der jeweils Schach gespielt wurde, die Mentalität, die Charakter der Menschen. Etwas anderes, wofür das Schachspiel berühmt ist, das ist die Psychologie der Spieler. Und man kann sagen, dass wir viele Wunderlichkeiten und, sagen wir mal, anderweitig zu berücksichtigende Gesichtspunkte schon im Prozess eines Schachspiels erlebt haben. Was hat Ihnen die Kraft gegeben, sagen wir mal, nicht zu einem psychiatrischen Fall im Verlauf all der Auseinandersetzungen zu werden, die Sie auch haben durchstehen müssen? Ich glaube, dass es in der Welt des Schach nicht viel mehr schräge Figuren gibt als zum Beispiel in der Welt der Wissenschaft. Das muss ich schon sagen. Unglückliche Fälle in der Schachwelt wie Bobby Fischer, die sind sehr medienträchtig, darüber hört und liest man. Aber nehmen Sie nicht so selbstverständlich an, dass das mit dem Schachspiel zu tun hat. Ich habe immer ein sehr vollständiges, komplettes Leben geführt mit vielen anderen wichtigen Dingen und hatte nie den Eindruck, dass ich nun hier irgendwo auf der Hut sein muss und auf meine psychologische Gesundheit achten müsse. Nein, nein. Ich glaube darüber hinaus auch, dass jeder Einfluss auf die Psyche dann sich einstellt, wenn man ihn annimmt. Wenn man sich abschottet gegenüber solchen Einflüssen, dann gelingt das auch. Und dann wird man auch psychologisch gar nicht unnormal. Zuletzt haben Sie sich immer wieder, und zwar nachdem Sie sich etwas von Gorbatschow nach der Aserbaidschan-Krise abgewandt hatten, denn Sie selber sind in Baku am Kaspischen Meer geboren, haben Sie sich immer wieder für Politik interessiert und haben sich sogar richtig engagiert in der Politik. Ist dieses Kapitel in Ihrem Leben völlig vorbei oder werden Sie noch mal Politik in Betracht ziehen, wenn Sie Ihre Schachlaufbahn beendet haben? Die Politik ist natürlich das Letzte, was ich in meinem Leben tun würde, denn da gibt es überhaupt keine Regeln. Aber ich habe mich engagiert, das ist richtig, engagiert auch zugunsten der Veränderungen in meinem Heimatland. Und ich glaubte und ich glaube immer noch, dass die Menschen meines Kalibers, Leute, die meinen Einfluss haben, vielleicht auch die Fähigkeit, zu einer großen Zuhörerschaft zu sprechen, einfach nicht schweigen sollten, sich nicht aus dem öffentlichen Leben heraushalten sollten. Gerade in Zeiten so weitgehender Veränderungen, wie wir sie im Augenblick in meinem Land erleben. Und das ist der Grund, aus dem ich einfach immer mitten im Prozess bin, dabei bin, wenn meiner Ansicht nach der Augenblick besonders wichtig oder entscheidend ist. Und ich halte mich raus, wenn die Lage ruhig ist. Jetzt wird die Lage sehr, sehr kompliziert, sehr wichtig. Und deswegen engagiere ich mich wieder. Also in diesem Sinne alles Gute für Ihr politisches Engagement und alles Gute natürlich für den Kampf gegen Deep Blue. Und bitte gewinnen Sie im Sinne der Menschen. Yeah, I think that's, you know, for humanity is far more important. Für die Menschheit, das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, aber auch, dass mein Niveau oben bleibt. Dann wünschen wir Ihnen das. Herr Kasparow, ganz herzlichen Dank. Thank you very much. Bye-bye.